Also über Benzin ist noch genug drin, oder? Herr Martin, ich fahre seit 8 Jahren Auto. Darf ich vielleicht trotzdem mal nachsehen? Sozusagen vorsichtshalber. Aha. Frau Sonntag, ich will Sie nicht kränken, aber ohne Benzin fahren nur sehr wenig Autos. Das darf doch nicht wahr sein, ich Trottel. Und Sie müssen auch noch recht behalten. Tut mir ja so leid. Ich habe einen Reservekanister. Moment. Jetzt kommen Sie wahrscheinlich auch noch zu spät. Ach, das macht nichts. Wir drehen im Hafen und Stapellauf. Bis die Flasche knallt, das dauert Stunden. Ihr Stapellauf ist mir im Moment wesentlich wichtiger. Wissen Sie, ich bin ganz gerührt, dass Sie extra den Tank leer fahren, damit ich eingreifen kann. Herr Martin, Sie glauben doch nicht, also das war wirklich... Na, 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 sagen Sie nicht, das war wirklich ein Versehen. Das würde mich sehr enttäuschen, Frau Sonntag. Herr Martin, würden Sie wenigstens dann nicht flirten, wenn die Kinder dabei sind? Keine Bange, ich bleibe jugendfrei. Aber wissen Sie, wenn sich der Mann irgendwo in Afrika rumtreibt, dann muss sich doch jemand einer alleinstehenden, benzinlosen Frau annehmen, nicht? Ich bin gerührt, Herr Martin. Ja. Florian, nimm die Finger weg. Apropos, haben Sie denn schon was von Ihrem Mann gehört? Dankeschön. Na, nur ein Telegramm, dass er angekommen ist. Ja, und dabei ist er schon 10 Tage da. Du müsstest schon längst mal geschrieben haben. Naja, so ein Brief, der braucht vielleicht mal 3 Tage, mal 14. Mhm. Müssen Sie schon Geduld haben. Mami, ich muss zur Schule. Und ich in den Kindergarten. Ach, nun quengelt doch hier nicht rum, wenn Herr Martin uns schon hilft. Ja, Frau Sonntag, wollen Sie jetzt mal probieren, ob die Zündung klappt. Herr Martin? Das war's. Dankeschön, Herr Martin. Bitte schön, Frau Sonntag. Was hier gern geschieht. Wiedersehen. Fahren Sie gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Wenn du jetzt nicht ein bisschen mehr Gas gibst, komme ich garantiert zu spät. Ja doch, Matthias. Ich wollte doch nur nach dem Briefträger sehen. Da! Da ist er. Da steht er gerade. Vielleicht hat er was vom Papi mitgebracht. Na, hoffentlich. Guten Morgen, Herr Wolinski. Heute muss was dabei sein. Können Sie nicht mal nachsehen? Ich kann ja leider keine Briefe bringen, bevor sie geschrieben sind. Hm? Ich habe heute ein ganz sicheres Gefühl. Bitte schauen Sie doch mal nach. Wenn Sie so ein sicheres Gefühl haben. Ach, sie sind ein Schatz. Das soll man schon machen, wenn man so charmant gefragt wird, nicht? Bitte schön. Ja. Ja. Ja, und das wäre dann auch schon alles. Was machen wir denn da? Alles? Das ist ja schrecklich. Naja, und der da? Ach Gott, richtig, ja, der ist ja auch noch für Sie. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ich finde das kein bisschen komisch, Herr Wolinski. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin heute ganz durcheinander. Macht doch nichts, Frau Sonntag. Ist mir ja auch lieber, als wenn ich Mahnung und Gerichtsvorladung bringe, ne? Mhm. Matthias, Florian, ein Brief vom Papi. Was sagt ihr nun? Und hier sind da schöne Marken dabei. Die sammel ich. Schwiegervater mit dem Beil erschlagen. Auf Ideen kommen die Leute. Ja, lesen Sie bloß mal, warum die das gemacht hat. Da wundern sich nämlich über gar nichts mehr. Ich sag ja immer, Frau Körten, die Welt ist schlecht. Ja. Nicht? So was hat so früher nicht gegeben. Oh, nö. Die hat das auch nicht leicht. Ein Jahr lang ist ihr Mann nur weg, ne? Kalander, haben wir nicht mal auf den Atlas gefunden. Und ausgerechnet, ihr Mann muss so einen Auftrag annehmen, ne? Na, ich hätte mal was erzählt. Ja, warum denn? Na, das geht doch nicht gut. So eine lange Trennung. Erst sehnt man sich und dann tröstet man sich. Oh, die doch nicht. Ich sag bloß Martin, Kameramann beim Fernsehen und Junggeselle, Prost, Mahlzeit. Oh, der kann dir doch mal helfen, den Wagen in Gang zu bringen. Oh, haben Sie das auch gesehen? Ja. Tag, Frau Kürten. Tag, Frau Sonntag. Tag, Frau Sonntag. Na? Kriege ich eine große Packung heute? Ja, gerne. Ist das neue Claudia schon da? Auch schon da. Bitte schön. Übrigens, meinen herzlichen Glückwunsch, Frau Sonntag. Wozu denn? Na, hören Sie mal, der erste Brief von Ihrem Mann ist doch was Besonderes. Ach so, hat sie aber schnell rumgesprochen, was? Ja, mit Freunden tut sich doch jeder gern, oder? Natürlich, ich freue mich ja auch und von mir aus können sich alle mitfreuen. Na und, wie ist das denn nun so da unten in Kalander? So heiß, wie man sich das vorstellt, schreibt mein Mann. Die Hitze macht satt, er hat trotz all der Arbeit keinen Hunger. Und wohnen tun sie in Bungalows beim Baugelände. So ziemlich öde, so 10 Kilometer vor der Hauptstadt und dahinter fängt gleich der Urwald an. Gibt es denn da überhaupt eine Einkaufsmöglichkeit? Ja, so ein Lebensmittelstore, da kann man sogar zollfrei einkaufen. Ach. Das Notwendigste eben. Na, Hauptsache, Sie haben genug Alkohol, nicht? Und wie sieht das da nun mit dem Badenhaus? Mein Mann ist zum Arbeiten da.
Außerdem ist Bilharzia in den Flüssen. Was sind das? Das sind irgendwelche Würmer, die sich im Körper einnisten. Ja, und das Meer ist ziemlich weit. Ja. Na, jedenfalls, Sie haben ein Lebenszeichen, das ist die Hauptsache, nicht? Das Schönste ist, er hat mir sogar eine Telefonnummer aufgeschrieben. Ein Gespräch ist zwar wahnsinnig teuer, aber wenn mal was Wichtiges ist, kann ich ihn am Abend sogar erreichen. Robert, du bist fantastisch zu verstehen, besser als manchmal im Büro. Ja, nein, nichts Besonderes. Ich musste doch nur mal ausprobieren, ob die Nummer stimmt und ob die Verbindung funktioniert. Martin, ob ihr schon ein Leben geschossen habt. Nein, alles in Ordnung. Nein, nein, ich habe die Eieruhr auf 3 Minuten gestellt. Wir können uns gar nicht verquatschen. Ja, nein, außerdem spare ich es beim Haushaltsgeld wieder ein. Mhm. Morgen gibt's gleich Quark mit Pellkartoffel. Dann telefonier doch lieber nicht. Sei doch ruhig, ich kann doch nichts verstehen. Die Kinder lassen dich grüßen. Ich mag auch was sagen. Also schnell. Hallo Papi, mein Kranwagen ist kaputt und Matthias kann ihn mir nicht richten. Kannst du ihn mir richten, wenn du wiederkommst? Schluss jetzt und jetzt Matthias. Du Papi, ich habe in Aufsatz 1 gekriegt. Du, weil ich ganz genau aufgepasst habe, was du machst. Ja, und nächste Woche haben wir auch... Genug. Soweit die Kinder, Robert. Ja. Was? Ich liebe dich noch. Wie? Ja, das beruhigt mich. Was sagst du, 7 Tage? Manchmal soll doch die Post auch schnell... Du, Robert, ich muss Schluss machen. Ich schreib dir. Gute Nacht. Na, was sagt ihr dazu? Hey, Bravo! Oh. So, mach's gut, Matthias. Wiedersehen. Vergiss nicht zu tanken. Jawohl, Sir. Tschüss. Wiedersehen. Vor seinem Abflug sagte der Präsident auf dem Köln-Bonner Flugplatz, er habe nicht nur nützliche und sachdienliche Gespräche geführt, der Besuch habe vielmehr auch die herzliche Verbundenheit beider Völker gefestigt. Obhutu. Ein blutiger Aufstand soll in den frühen Morgenstunden in der Zentralafrikanischen Republik Kalanda begonnen haben, die erst vor kurzem ihre Selbstständigkeit erlangt hat. Nach ersten Berichten haben Einheiten der Armee unter Oberst Jeremias Maltete die bisherige Regierung des Staatspräsidenten in Banda gestürzt und den Ausnahmezustand über Obhutu verhängt. Die Unruhen werden in Zusammenhang gebracht mit der Rivalität zwischen den Angehörigen des Mbula-Stammes im Norden der Republik und den Obas, die bis jetzt alle wichtigen Ämter im Staate innehaben. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt, da alle Nachrichtenverbindungen nach Kalanda unterbrochen sind. Frankfurt. Sie müssen doch das Telegramm annehmen. Aber wer sagt Ihnen denn das? Vielleicht kommt es doch durch. Nein, ich habe schon versucht zu telefonieren. Das ist völlig aussichtslos, Fräulein. Also gut, ich versuch's am Nachmittag nochmal. Herr Frau Bromberger, haben Sie schon neue Ausgaben da? Ja, wir waren es gerade weg, Frau Sonntag. Na, dann geben Sie mir doch bitte. Ja, Frau Sonntag, Sie wissen doch, wie groß die Zeitungen sowas immer rausbringen. Da stimmt oft bloß die Hälfte. Das Sensationelle, das drucken die immer dick, wissen Sie? Na, was soll das heißen? Geben Sie schon her, aber alle. Ja, bitteschön. Aber ich sag ja, das muss man nicht alles glauben, Frau Sonntag. Das ist bestimmt alles übertrieben. Ihr Mann kann doch noch leben. Ich meine, bestimmt lebt er noch. Das sagt mein Mann auch. Ach, das sind Frau Sonntag, Sie nicht gut, soll ich in den Schemel rausbringen? Das ist nicht nötig, Frau Bromberger. Es geht schon wieder. Ich gehe jetzt mal selbst zur Firma meines Mannes. Telefonisch sagen die ja nichts. Ja, das ist das Beste, da hören Sie bestimmt was Näheres. Thank you.
Tja, Matthias, du bist ja ausgezogen. Was ist denn los? Wir haben gedacht, wir wollten dir eine Freude machen. Mami, ich schlaf schon. Na, wie schön. Das war wirklich lieb von euch. Sag mal, habt ihr überhaupt was gegessen? Ja, Frau Schierhalter hat uns Kartoffelpuffer gegeben. Na, dann ist ja alles bestens. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht, Matthias. Bist du traurig? Ein bisschen, Matthias. Lass die Tür offen! Hast du was von Papi gehört? Leider nein. Sag mal, wie kommst du denn darauf? Ich weiß eben längst alles. Was ist mit dem Krieg da, wo er ist? Tja, wenn ich das wüsste. Ich habe ja versucht, was rauszukriegen, aber... Warum hast du uns denn nichts beim Mittagessen erzählt? Naja, weißt du... Ich wollte einfach nicht, dass ihr Angst habt. Und außerdem ist das alles so schrecklich. Und dann ist Florian noch so klein. Aber ich bin doch nicht klein und ich will, dass du mir sowas sagst. Florian hätten wir ja nichts zu sagen brauchen. Der hat überhaupt noch gar nichts gemerkt. Also gut, ab heute werde ich alles mit dir besprechen. Einverstanden? Einverstanden. Darf ich noch ein bisschen aufbleiben? Warum? Weil du so alleine bist und ich bin überhaupt noch gar nicht müde. Das ist sehr lieb von dir, Matthias. Aber ich glaube, du gehst jetzt doch besser ins Bett. Gut. Ups. So, und nochmals vielen Dank, dass ihr so lieb wart und euch ausgezogen habt. Jetzt mal schnell. Sag einmal, Florian im Bett. Marlen, bist du noch bei Tod? Schnell. Ja? Ach du, Mutti. Naja, kannst du dir vorstellen. Nein, noch nicht. Ich bin verzweifelt. Naja, natürlich. Wenn du gern willst, kannst du natürlich kommen. Aber im Augenblick brauche ich dich noch nicht. Mhm. Ja, klar, kann noch kommen. Ja, mach ich. Aber ihr sollt doch im Bett bleiben. Jetzt ganz schnell in euer Zimmer. Ab jetzt mit euch. Morgen, Frau Bromberger. Morgen, Frau Pfeffer. Was steht denn Neues in den Zeitungen über den Aufstand da in Afrika? Also Frau Sonntag, die sah ja heute früh aus. Die brauchen wir mit Spucke, was? Wie ernst? Man kann hier gar nicht böse sein. Dabei schreiben die Zeitungen gar nichts mehr von dem Land da unten, wo der Mann ist. Bloß eine kleine Meldung steht noch in einer, dass sie keine Nachricht haben von dort. Nein, nein, ich will jetzt fliegen. Sofort, wenn ein Platz frei ist. Also dann... Okuto, oh, das tut mir leid, gnädige Frau, aber Okuto wird wegen der politischen Wehren im Augenblick nicht angeflogen. Die Gesellschaften weichen vorübergehend nach Victoriaville aus. Es gibt hier aber auch andere lohnende Ziele, Pauschalreisen, Safaris. Pardon, gnädige Frau, wollen Sie dort jemanden suchen? Wie erreiche ich Okuto von Victoriaville aus? Ich war noch nicht da, aber nach unseren Unterlagen normalerweise schon schwer. Es gibt kaum Landverbindungen. Aber ich muss... Fliegen Sie nicht, gnädige Frau, auch wenn Sie... Sie werden nichts erreichen, glauben Sie mir. Sie werden noch nicht einmal dorthin kommen, wo Sie hinwollen. Vielen Dank. Entschuldigen Sie. Dann vielleicht ein andermal. Du hast uns doch bis halb sechs erlaubt. Ja, du kannst ja auch weiterfahren. Ich muss nur mit Matthias reden. Wo ist er denn? Da. Matthias! Matthias! Komm mal. Ja, Mutti? Sag mal, Matthias, jetzt sei mal ganz ehrlich. Das warst du doch mit dem Brief, oder?
Mhm. Und was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, weil du dich so aufregst, es beruhigt dich ein bisschen. Setz dich. Sag mal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf den Autobahnen und Bundesfernstraßen herrschte heute wieder reger Ausflugsverkehr. Hör mal, nach Auskunft wenn ich euch störe, ich muss nicht unbedingt... Ein Glück, dass du da bist, Ina. Da haben wir zusammen einen friedlichen Abend. Kabbelt ihr euch schon wieder? Besonders die Autobahn mit aller Gleichberechtigung. Es ist nie gut, wenn ein Mann zu wenig Geld hat. Das macht dazu die Frau verdient. Spätzünder wie ich sollten eben nicht heiraten. Spätzünder? Wie meinst du denn das? Na hör mal, wenn man mit 23 auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachmacht, bloß um zu studieren, und sich dann noch das Falsche raussucht. Ich dachte immer, Chemie sei dein Lebenszweck. Ach, wenn es bloß nicht so endlos dauern würde. Was sieht dir Gerti an? Lehrer hätte ich werden sollen, da wird übrigens noch zu Lebzeiten mit dem Studium fertig. Ach, jetzt dauert es doch gar nicht mehr so lange, oder? Die bisherige Regierung, anderthalb Jahre. Das hatten wir nie durch. Und den der Einstellung bestimmt nicht. Kinder, hört doch mal, Kalanda, seid ihr draußen? Ja, du mach doch das Bild heller! Afrika-Korrespondenten Hans-Wilhelm Tiefenthal. Die Verkehrsverbindungen nach Kalanda werden langsam wieder normal. Das große Industriezentrum, in der Nähe der Hauptstadt Okuto jedenfalls, hat unter den Unruhen nicht zu leiden gehabt. Wie haben Sie die ersten Tage der Revolution überstanden? Es ist uns persönlich nichts passiert. Wir hatten natürlich Ausgehverbot und durften die Siedlung nicht verlassen. Haben Sie von den Kampfhandlungen irgendetwas gemerkt? Also, hier, direkt bei uns, ist nicht geschossen worden. Aber wir haben den ganzen Tag Schüsse gehört, auch heute. Da, Robert! Ja, da, das ist er! Über unsere Zukunft wissen wir noch gar nichts. Aber wir hoffen natürlich, dass wir nicht ausgewiesen werden und weiterarbeiten können, wenn die Kämpfe zu Ende sind. Das war... Gott sei Dank. Na, siehst du, dein Goldschatz ist unversehrt. Zu dumm, dass wir den Anfang mit der richtigen Nachricht nicht gehört haben. Na, hoffentlich kommt das in der Spätausgabe nochmal. Hallo, Frau Sonntag. Guten Abend, Herr Martin. Gratuliere. Na, das ist eine Erleichterung, was? Haben Sie auch die Tagesschau gesehen? Ja, klar, ist doch sozusagen mein Beruf. Das war doch mein Mann, oder? Der da im Hintergrund. Aber einwandfrei, ich habe ihn sofort erkannt. Ich würde mir den Film am liebsten ein paar Mal ansehen. Ah ja, warten Sie, da glaube ich, da könnte ich was machen. Wenn ich die Leute von der Tagesschau frage, hätten Sie morgen früh Zeit? Ich würde Sie vorher noch anrufen. Ach ja, wenn das ginge. Ja, am Schneidetisch können Sie das Material schon ein paar Mal ansehen. Vielleicht haben Sie vorher nicht alles verwendet, das kommt nämlich vor. Wenn Sie mich dann bitte morgen früh um 9 Uhr anrufen, dann bin ich vom Einkaufen zurück. Naja, so ein bisschen später wird es werden. Sagen wir um 10 Uhr. Tag, Barbara. Das ist Frau Schneider, das ist Frau Sonntag. Guten Tag. Frau. Guten Tag. Ich habe schon eingelegt. Das nehmen Sie doch Platz. Bitte. So. Da wollen wir mal. Die Verkehrsverbindungen nach Kalanda werden langsam wieder normal. Das große Industriezentrum in der Nähe der Hauptstadt Okuto jedenfalls hat unter den Unruhen nicht zu leiden gehabt. Wie haben Sie die ersten Tage der Revolution überstanden? Es ist uns persönlich nichts passiert. Wir hatten natürlich Ausgehverbot und durften die Siedlung nicht verlassen. Haben Sie von den Kampfhandlungen irgendetwas gemerkt? Also, hier direkt bei uns ist nicht geschossen worden. Aber wir haben den ganzen Tag Schüsse gehört, auch heute. Über unsere Zukunft wissen wir noch gar nichts. Aber wir hoffen natürlich, dass wir nicht ausgewiesen werden und weiterarbeiten können, wenn die Kämpfe zu Ende sind. Mit. Sehen Sie, das war gestern Abend schon nicht drin. Das haben die Kötter rausgeschmissen. Und Sie, Herr... Ja, kommt ja. Sonntag. Sie sind der bauleitende Ingenieur hier. Was sind Ihre Sorgen? Tja, glücklicherweise ist ja das Werk, das sich noch im Aufbau befindet, nicht beschädigt worden. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Entschuldigung. Und dann, meine große Sorge ist natürlich, dass wir zu unseren Angehörigen überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Ja. Der praktisch von der Außenwelt vollkommen abgeschlossen ist, seit 2 Tagen. Tja, und ich hoffe nur, dass die Telefonverbindung so schnell wie möglich wieder hergestellt wird. Wieder hergestellt wird. Danke.
Wollen Sie es nochmal sehen? Ach, wenn das geht. Ja, natürlich geht das. Da hoffentlich redet er nicht so, wenn er zurückkommt. Herr Martin, ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken kann. Ich schon. Gehen Sie anschließend mit mir essen. Ganz so. Solide da hinten in der Kantine. Mhm, gern. Of course, Miss. I do stand by. Yes, I will wait. Hello. Hello. Ach, Robert, da bist du ja wieder. Ach, wie herrlich, deine Stimme zu hören. Wie geht's? Hallo, hallo! Wie es dir geht? Du, hier war ein Interview in der Tagesschau. Nein, kein Telegramm, offenbar nicht durchgekommen. Du, und Direktor Lösekan, der kam natürlich völlig aus dem Mustopf. Ja, der könnte mir überhaupt nichts sagen. Und dann die blutriefenden Zeitungsartikel. Da kannst du dir vorstellen, wie durchgedreht man da ist. Aber jetzt ist ja Gott sei Dank alles vorbei. Du musst mir unbedingt schreiben, was bei euch los war. Na, das kann ich mir vorstellen. Ja, großer Gott, nachher bist du noch Spion Nummer 1. Nein, ich will nichts wissen, wenn du nichts sagen darfst. Du, Gerti und Carsten waren rührend. Ja, Mutti wäre auch beinahe gekommen. Du, nur Matthias, der hat sich ein dolles Ding geleistet. Ja, war ja gut gemeint. Du, das muss ich dir unbedingt noch erzählen. Also, ich komme heute Nachmittag nach Hause, schließe die Tür auf, da liegt so ein Zettel, ja? Ohne Umschlag, mit Maschine geschrieben. Ich hebe das Ding also auf, schaue es mir genau an. Da steht drauf, machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Mann. Ja, guten Morgen, Frau Sonntag. Heute Morgen, gleich zwei. Bitte schön. Oh, das ist fein. Haben Sie sonst noch was für mich? Ja, die beiden Briefe scheinen Sie ja nicht sehr zu beeindrucken, nicht? Sonst haben Sie immer gewartet. Ja, ich habe ja schon seit 14 Tagen Nachrichten. Das sind ja nur die Durchschläge von den Briefen. Mein Mann schreibt vorsichtshalber doppelt, falls einer verloren geht. Habe ich ja noch die Telefonrechnung? Oh je, schon. Vor der habe ich Angst. Wieso? Wir haben nicht. Großer Gott, das kann nicht wahr sein. Was ist denn? Ist da ein Fehler drin? Ich meine, das kann schon mal vorkommen, wo doch heute alles maschinell ausgerechnet wird. Nein, es ist bestimmt kein Fehler. Der Computer hat sicher recht. 628 Ach, du. Mark. Liebe, das ist aber happig, was? Da haben Sie aber über Ihre Verhältnisse gesprochen. 628 Mark, das darf ich meinem Mann nie. Also irgendwie muss ich das wieder einsparen. Ich habe da heute Morgen gerade von einem Amerikaner aus Los Angeles gelesen. Der muss sein Haus verkaufen, weil seine Tochter mit ihrem Freund in Alaska telefoniert hat. Für 18.000 Mark innerhalb eines Monats. Das ist ein schwacher Trost für mich, Herr Wolinski. Ich habe gar kein Haus zu verkaufen. Ich meinte ja auch nur, Frau Sonntag. Ja, lassen Sie mal, Herr Wolinski. Sie können ja nichts dafür. Ich werde das schon verkraften. Tja. Irgendwie. Man sollte eben keine Revolutionen machen. Revolutionen kosten schrecklich viel Geld für alle Beteiligten.